Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Mac Burager, und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier dabei bei Let's Play XCOM zu Animal Unknown und bewegen so ziemlich schnurstracks gerade auf das große Finale zu. So, bewegen wir den Fischer mal nach vorne, weil wir haben in der letzten Folge schon einige umgenietet, dabei aber auch leider die Liste verloren, unseren Scharfschützen. Aber ich denke mal, wir haben gute Leute dabei, damit sollten wir auch fähig hier sein, um weiter voranzukommen. So. Hier vorne ist eine Tür, die Sektion abtrennt, deswegen können wir eigentlich relativ sicher bis hier ganz nach vorne rücken, ohne dass uns was passieren wird. Ist das nicht genial? Wenn man das Spiel einmal verstanden hat, dann geht's ja schon. So, du jetzt, meine Freunde, mein Lieber, ja, wohin mit dir? Ach, so kann ich so weit, also bis dahin. So, ihn hätten wir auch noch. Der kann auch mal rüber davor rücken, ja. Also, genau, hier sieht man gerade die Tür, durch die wir dann durchgehen. So, der Van Damme geht auch ein Stückchen nach vorne. Super. So, sie ist noch auch noch da. Kann sich gleich mal hinter ihn wieder einreihen. So. Damit haben wir alle bewegt, bis auf den Fischer. Der braucht bloß einen Export. Der macht dann hier sicher die ganze Gacke. So, super. Jetzt geht's weiter. Mit der lieben Lopez, die ist am weitesten weg. Können wir jetzt ein bisschen hinlaufen? Okay. Und wen haben wir denn hier eigentlich? Das ist der Johnson. Macht der mal ganz Spaß auf die andere Seite normal macht. So. Du, mein Freund, das ist, müsste der Fischer sein, genau. Drückst mal nach vorne, weil du hast die größte Kanone mit. Und gehst du auch mal raff in den Feldposten. Das nächste wäre dann im Endeffekt du hier. Bravner da, auch Feldposten. Der liebe Gunzmann, der macht hier die Mitte. So, auch Feldposten. Alles safe sozusagen. Alien-Aktivität. So, das Problem ist, wenn wir jetzt hier ganz vorrücken, da sehen wir nämlich gleich die Freunde. Deswegen gehen wir mal taktisch anders vor. Du, mein Freund, bewegst dich nämlich erstmal nach da. So. Und da machst du dann einen auf Feldposten. Du ja, mein Freund, du machst da gleich das ganze Spiel nämlich hier auch. Gehst du mir da. Dann müssen wir vorsichtig, in den Raum müssen wir vorsichtig reingehen. Weil wir zu schnell sind, da haben wir echt tierische Probleme hier. So. Du kannst auch nach da gehen. Auch da kannst du dann einen auf Feldpost machen. Der Gunzmann. Den ziehen wir dann mal ruhig in die Ecke hier vor. So genauso wie ihn hier. Hallo, du da, komm her. Ja, der ist halt nicht so fink. Ja, ziehen wir ihn mal ein bisschen nach hier vorne. Macht er hier die Obi Aufklärung, der Johnson. So. Feldposten. Alles klärchen. So. Jetzt können wir uns mal langsam in die Richtung bewegen, wo wir hinwollen. Und zwar nach da. Okay, das ist auch nochmal super. Du, mein Freund. Er ist auch doof, dass kaum Deckung da ist. Vielleicht mal nach da. Nein, nicht da lang gehen. Eigentlich wollte ich ihn hier haben. Haben wir Schwein gehabt. So, ihr beide hier. Ihr beiden Hübschen. Du bewegst sie auch erstmal nach da. Wir versuchen sozusagen den Feind zu umgehen. Das gleiche mit dir, die Zarte. Bewegt sich ganz nach vorne. So, und dann heißt es hier Feldpost für alle. Für dich auch, mein Freund. Ab in den Feldposten. An den haben wir noch zu bewegen. Ja. Du kannst auch mal dahin in Deckung gehen. Und dann hier auch Feldposten. Feldposten. Supi. Okay.
Du, mein Freund, gehst nach da. Du, mein Freund, bist mutig, gehst mir nach da. Und er hier geht nach da. Okay, da sind die super aufbau. Weil hinten ist das Gebiet, das mir da befindet, nämlich dann das vermeintliche Böse. Könntest du theoretisch noch da gehen? Positiv, Feindkontakt! Da ist nämlich der Feind. Blicket auf die größte Niederlage der Ätherer. Welche denn? Hässliche Helme zu designen? Die uns nicht so erheben konnten, wie man es von uns erwartete. Okay, ich hoffe mal, die Freunde bleiben da drin, wo sie sind. Wir, die ausgestoßen wurden. Wir, die dazu verdammt wurden, von der Gabel niederer Wesen zu zehren. Aha. Da wir sie erheben wollten, sie vorbereiten wollten auf das, was vor uns liegt. Ja, ist schon klar. Da taucht einer auf, da taucht einer auf. Das Unterfangen war nicht umsonst, sondern eine Notwendigkeit, da unsere physische Form wirkungslos geworden war. Dann verpasst ihr mal eins. Wow, Volltreffer. Wurde angetrieben durch unsere eigene lähmende Unzulänglichkeit. Und nun 70. Endlich. Okay, Feuer frei, da versuchen wir mal dein Glück mit 70, ja. Auch gut getroffen. So, ihn können wir ja immer noch dann bewegen. Nach hier. 79 nicht besonders toll. Dann stürmen wir weiter vor. In Feuerposition. Ja, wo ist wohin? Okay. Dann gehst du nach da. Ein Stückchen oder weiter nach vorne. Immer noch 79. Ich hoffe mal, du triffst das, wenn die irgendwann nice. Ja, scheiße, der reflektiert. Ganz übel. Was für ein ja. Ende. Der ist er hin. So nahe. Und ja. Scheitern sie. Scheitern sie immer weiter. So, mein Oh, schau mal, was er überhaupt für eine Trefferquote hätte hier. 69. So, dann gehst du mal, mein Freund. Genau. Du gehst zum Angriff über. Dann gehst mal nach da. Bist ja deutlich besser dran. 53. Naja. Und ganz üble Geschichte. Okay. Haben wir ihn noch. 59. Theoretische Frage, ob er jetzt noch. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht in eine Position, wo er besser feuern kann. Ja, dann mal versuch mal dein Glück und das geht auch in die Hose. Wow! 7 getroffen. Man bin ich mal gespannt, der wird. Geht ja los mit Übernahme. Töten. Töten. Muss alle töten. Ja. Der verdammt, das ist ganz schlecht. Es sind meine. Alles so. In Ordnung. Situation ist unter Kontrolle. Die Sache ist jetzt die, wir die einzige Chance, die wir jetzt haben, ist. Versuchen, dass wir ihn zerlegt kriegen. Nicht ihn da, sondern ihn da. Obwohl, haha. Du, mein Freund, könntest dich, wir können eigentlich mit ihm hier so dicht wie es geht hier an den ran. Genau. Und hier machst du jetzt mal Magic. Und damit, Beim Rückzug nie aufgeben. So. Du jetzt mal auf ihn da feuern, bitteschön. Und ihn ein bisschen erschrecken. Schuss hat nicht gesessen. So. Nur 98, 49. Ganz schlecht. Ja, die einzige Chance, die wir haben, ist versuchen, dass wir den da vorne zerlegt kriegen. Ja, das ist auch schlechter. Echt nicht mein Duck heute. 80,
52. Ja. Ich glaube, wir hoffen auf das Beste hier. Dass du triffst. Und ja, sieben getroffen. Ich hoffe mal, dass wir damit zerlegt kriegen. Okay. Nein, du feuerst. Kannst du das mal lassen, bitte? Okay, sieben Schaden ist übel. Und er wird auch nochmal feuern. Okay, der ist so gut wie erledigt. Ja, eigentlich hieß es doch, dass diese Ding hier Gedankenkontrolle auflösen kann. Aber wahrscheinlich wohl nicht. So, dann versuchen wir hier nochmal damit. Okay. Machen wir hier drüben weiter mit ihm hier. 58. Ja, wir müssen mal volles Risiko gehen. Ihm mit ihm da drüben. 100, das ist doof. Und er da 62. Das musst du jetzt treffen, Alter. Sonst bist du auch tot. Ja, und der reflektiert. Ich hasse diese Viecher. Ja. Damit ist die Mission hier schon mal wieder gescheitert. Du, mein Freund, Tja, solltest du dich vielleicht mal nach dort bewegen. Und da sieht er den wieder nicht. Okay, wir wissen aber, dass er da steht. Versuchen wir unser billiges Glück einfach mal. Werfe Granate! Okay. Er ist auch gleich tot. Okay, die feuert auf ihn und wird ihn erledigen. Und so geschieht es. So, ein Mist. Fischer ist tot. Den hast du nicht getroffen. Er wird ihn gleich da umliegen. Reiht sich dennoch ein in die lange Serie von Misserfolgen. War aber ganz große Supershow hier. Ach. Ey, das habe ich ja nicht aufgehört. Ja. Alle Tote, das sieht ja, läuft ja super. Zum Glück daneben. So, Gunzi, jetzt macht ihr mal fertig, den Arschloch da. Alter, driftet. Tja, das war's dann hier, damit ist unser freiwilliger Tod und das war's dann nicht auch für heute mit Let's Play. Das war's dann sozusagen mit unserem lustigen Let's Play für heute. Das ist schon eine harte Nummer. Müssen wir uns mal neue Taktik einfassen. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was eure Theorie und Taktik dafür wäre. Ich hoffe mal, ihr habt bessere Ideen als ich. Wenn nicht, dann wird das hier eine ganz lange, knifflige Nummer. Bis dahin wünsche ich auf alle Fälle mal schon viel Spaß beim Düften und mir Ratschläge geben, weil die habe ich dringend nötig, so wie man das sieht. Tja, lief nicht so optimal. So, was aber jetzt optimaler läuft, ist das hier. Das hier ist die Endcard, da ganz wenigstens wieder erfolgreiche Spiele. Und zwar sieht man hier Bioshock 2. Damit sind wir deutlich besser vorangekommen als hier gerade mit unserem lieben XCOM. Sondern mal schauen, was wir daraus gelernt haben. So, da sind wir unterwegs als Alpha in Rapture. Sonst haben wir hier noch den YouTube-Button, den schnell klicken, abonnieren. Der bringt euch nämlich zurück zum Kanal. Und dann haben wir Social-Media-Kram. Google+, Facebook, Twitter und der ganze Kram kennt man ja. Also lohnt sich auf jeden Fall da mitzumachen. Und ich hoffe mal, ihr habt euren Spaß dabei. Und wir werden das dann beim nächsten Mal probieren, ob wir hier weiterkommen. Wenn nicht, wird es etwas länger werden, das Let's Play. Bis dahin sage ich einfach nur Servus und Ade.